Willkommen zurück zu einer neuen Folge XCOM 2. Wir sind hier in Folge 14 dabei, die Mission zu beenden. Wir haben nämlich den Einsatz abzuschließen. Wir haben Operation Mausetoter Kopf erfolgreich abgeschlossen. Wie schon in der letzten Folge gesehen, mit ausgezeichnet. Wir sind total glücklich, niemand ist gestorben. Und ich glaube, es sind sogar 4 Tauben hier auf einem Fleck. Okay, Alex betrachtet die Tauben dort links. Ja, die können alle auf einem Fleck sitzen hier. Bestimmt so ein Gimmick. Ja. Vielleicht sogar 5. Wer weiß sogar. 70 Stück. Naja, okay. Timo hat in der letzten Folge die Mission beendet. Erfolgreich, ausgezeichnet sogar. Und ich darf jetzt leveln und unsere Operationsbasis ausbauen. Tu es. Boah! Trefferquote 75%, neuer Rekord. Wenn ich nicht dabei gewesen, hättest du 100% gehabt. Stimmt, ich habe, glaube ich, alles getroffen. Naja, gut, ist halt Glück, ne? Wahrscheinlich kannst du das forcieren, eine hohe Trefferquote, indem du einfach nur schießt, wenn du wirklich eine ganz hohe Chance hast. Die meisten Angriffe ausgeführt, Brian Barry. Hä? Am weitesten bewegt, Brian Barry. Aber am häufigsten angegriffen, McCarthy. Oh. Größter verursachter Schaden, Dan Kelly, ja, das macht ja Sinn. Ja. Im Schnitt getötete Feinde pro Runde, 0,6, ja gut. Ja, wie sie alle hier zufrieden sitzen in diesem Evakuierungsfahrzeug. Nur William Roberts ist nicht da. Der ist im Kofferraum. Kein Platz mehr. Schwer verwundet? Für 8 Tage? Hä? Was? Wir haben die doch geheilt. Die hatten doch auch volle Energie, oder nicht? Was? Die hatten doch am Ende volle Energie, oder nicht? Ja. Wieso haben die jetzt nur noch... Okay, offensichtlich gibt es Wunden, die sich dann noch fortschleifen. Ja. Und dann... 8 Tage. 8 Tage ist ewig. Ah. Na gut. Also wir können Jane Kelly befördern, der Rest hat es leider nicht geschafft. Schade eigentlich. Hm. Und wir haben einen Illyriumkern geborgen. Wolltest du sie nicht befördern? Achso, hätte ich das eben anklicken müssen? Ja, ich glaube ja. Oh, nein. Kann ich zurück? Hallo, komm mal. Oh nein, jetzt. Hallo, komischer Kopf ohne Gesicht. Was ist das denn jetzt? Belohnungen. Dr. William Roberts, Wissenschaftler, 109 Informationen. Commander, Sie haben die Gelegenheit ergriffen und Advent in Ostafrika einen Gegenschlag versetzt. Ein Schritt, der die Widerstandstruppen auf der ganzen Welt mit Sicherheit ermutigen wird. Bitte nutzen Sie die beigefügten Ressourcen für Ihre Sache. Ja, aber ich drücke jetzt mal weiter, dann weiß ich wenigstens, was ich tue. Neues Personal erhalten. Dr. William Roberts, Forschungsdauer um 25% verkürzt. Kann ich auch nicht annehmen? Ich will den nicht, der ist doof. Okay, wir nehmen den. Der macht bestimmt unsere Scheiben kaputt, weil er irgendwie denkt, das ist ein kürzerer Fußweg zur Kantine oder so. Ja. Kann ich jetzt... Mit der Zeit kam die Advent-Propagandamaschinerie ins Rollen. Es strömen immer noch zahlreiche Migranten in die Städte. Mittlerweile müssen sie die Leute wohl gar nicht mehr überzeugen. Ich weiß nur nicht, ob mir ein paar warme Mahlzeiten und ein Heilmittel gegen Erkältung einen Chip in meinem Kopf wert wären. Vielleicht nicht. Aber was ist mit den Todkranken? Den Alten und Schwachen? Die Aliens bieten ihnen etwas, was wir nicht haben. Etwas, wofür viele Menschen alles geben würden. Da irren Sie sich, Doktor. Wir bieten Frieden. Auch wenn das bedeutet, weiter menschliches Leid in Kauf zu nehmen. Ich hoffe, Sie sehen es genauso. Greife aufs Alien-Netzwerk zu. Baue den Testbereich. Läuft. Kontaktiere den Widerstand nahe der Geheimeinrichtung. Und erforsche die Widerstandskommunikation. Läuft. Kann ich jetzt nicht mehr leveln? Ich will jetzt leveln. Ich habe, das war ein Versehen, dass ich das nicht geschafft habe.
Timo hat nicht rechtzeitig eingegriffen. Das ist unsere gesamte Basis hier, dieser kleine Klotz in der Wüste? Ich habe mir das größer vorgestellt. Naja. Also Forschung, Technik, Waffenkammer. Waffenkammer, das hat ein Ausrufezeichen. Das machen wir, oder? Ja. Soldaten anzeigen. Ah, da kann ich jetzt noch leveln, oder? Ja. Sollen wir das machen? Ja, ne? Ja. Soldat befördern. So, jetzt muss ich auswählen zwischen Schattenangriff, ist richtig, ne? Schattenangriff und Schattenschritt. Schattenangriff bedeutet, erhalte plus 25 zusätzliche Zielsicherheit, solange du verborgen bist, und plus 25 kritische Trefferchance bei Angriffen auf Feinde. Das klingt erstmal gut, aber was kann Schattenschritt? Dieser Soldat löst weder Feuerschutz noch Reflexschüsse aus. Reflexschüsse gab es bisher noch nicht. Die klingen aber ziemlich mies. Feuerschutz, wissen wir schon, dass das ziemlich fies ist? Okay, Schattenangriff würde... Solange wir verborgen sind, haben wir eine viel höhere Chance zu treffen. Aber das würde sich wahrscheinlich nur lohnen, wenn wir Phantom hätten, weil wenn der Trupp aufgedeckt wird, bleibt dieser Soldat verborgen. Wäre dann ja gut gewesen in Kombination mit Schattenangriff. Ja. Wohingegen jetzt wäre das ja quasi beim ersten Angriff verfliegen dann die 25% zusätzliche Zielsicherheit, weil wir dann ja gesehen werden. Und dann haben wir nur noch die 25% kritische Trefferchance-Bonus. Wohingegen wir hier halt... Ich weiß halt nicht, wie oft jetzt Feuerschutz und Reflexschüsse beim Gegner kommen. Aber wenn das kommt, ist sie halt davor sicher und kriegt dadurch keinen Schaden. Ja. Ist halt die Frage, ob das dann jemand anders immer kriegt, ne? Also Schattenangriff funktioniert vermutlich nur, wenn man... Wir können auch Phantom, glaube ich, noch leveln jetzt. Ja. Ich weiß es nicht. Ich will es jetzt nicht anklicken, wenn wir es jetzt auswählen, wäre ja doof. Vielleicht, es sei denn, wir wollen das. Ja. Also Schattenangriff, denke ich, ist im Moment nicht so sinnvoll, weil es nur funktioniert, wenn wir Fernkampf machen. Außen. Weil wir sonst nicht mehr verborgen sind. Beim Nahkampfangriff, oder? Naja, sobald wir den ersten Angriff machen, sind wir ja eh nicht mehr verborgen. Ja. Also es funktioniert nur für einen Angriff maximal. Es sei denn, also ja, der muss dann auch von ihr gemacht werden. Wenn der von wem anders gemacht wird, sind wir ja alle entdeckt. Genau. Und dann haben wir halt diesen 25% Bonus. Mit der kritischen Trefferchance haben wir, glaube ich, immer. Aber ich würde eher Schattenschritt nehmen jetzt. Ja, machen wir. Wie wähle ich das aus? Klicke ich hier hin? Klicken, oder muss ich da unten hin? Nee, hier, ne? Zack. Fähigkeiten können nicht entfernt oder gewechselt werden. Möchtest du folgendes erlernen? Schattenschritt. Ja. Ich glaube, sie wird der Sturm. Das wird sich vielleicht jetzt... Naja, wir schauen mal. Wir wissen noch nicht, was hier als nächstes kommt. Ja. Okay. Das können wir uns mal merken, vielleicht für die Zukunft bei anderen Soldaten auch. Man muss ja nicht sofort befördern. Man kann ja auch warten, bis man mehrere Punkte hat. Und dann kann man vielleicht auch gucken, ob man welche kombinieren will. Weil jetzt wissen wir nicht, was als nächstes kommt. Ja. Wenn wir jetzt aber gewartet hätten... dass das auch freigeschaltet ist, dann hätten wir gucken können, vielleicht kombiniert Schattenangriff noch ganz toll mit der Fähigkeit hier oder so. Ja. Müssen wir mal gucken. Nun ja. Neue Veteranen-Anpassungsmöglichkeiten verfügbar. Commander, für unsere kürzlich beförderten Veteranen sind zusätzliche Anpassungsmöglichkeiten verfügbar. Okay. Achso, darf ich jetzt nicht zurück? Ich mach noch was. Okay, also... Individualisieren. Was heißt das denn? Ach, du Scheiße. Dann sehen die doch nur anders aus. Die sehen schon gut aus, so finde ich. Gesicht C, schlampiger Pferdeschwanz. Abfarbe. Ja, ja. Willst du da irgendwas von haben? Nee, ist gut. Ist alles gut, ne? Wir können sie Italienisch sprechen lassen, glaube ich. Das wäre dann, ne? Herkunft verändern. So, Kevlar-Rüstung, Kevlar-Rüstung. Schrotflinte? Schrotflinte war gut eigentlich, oder? Weiß ich nicht. Oder sollte sie lieber ein Sturmgewehr haben? Kann das denn? Die macht 4 bis 6
Schaden, hat 4 im Magazin, 10%ige Crit-Chance. Das Abfeuern der Primärwaffe beendet immer die Runde eines Soldaten. Schrotflinten sind im Nahkampf äußerst effektiv, werden aber mit zunehmender Entfernung schnell an. Verlieren aber mit zunehmender der Entfernung wieder zunehmend an Präzision. Benutze von Feinden erbeutete Verbesserung, um die taktische Effektivität zu verbessern. Also Magazingröße ist gleich, wir haben eine höhere Crit-Chance, machen mehr Schaden, allerdings auch nur auf kurze Reichweite, weil wir sonst nicht mehr treffen. Das würde ich trotzdem annehmen. Was denn, Schrotflinte? Ja, Schwert bleibt, Splittergranate bleibt, da geht nichts. Gut. Soldatenfähigkeiten. Das ist ja so, wie es. Da können wir ja nichts machen. Können wir da überhaupt nichts machen hier? Bei denen können wir doch auch nichts Neues auswählen in der Ausrüstung, oder? Musst du eben unser Team sehen? Ja. Ah, hier können wir noch eine Granate auswählen statt des Medikits. Hat er das Medikit und den Gremlin? Ich glaube, das Medikit brauchst du, damit du überhaupt die Heilung mit dem Gremlin auswählen kannst. Ah, okay. Na gut. Alles klar. Ja, passt. Dann guck doch nochmal auf unser Team. Das würde mich mal interessieren, wer da jetzt gerade ist. Wir haben in unserem Team Coyote Jane Kelly, Brian Berry, den Heiler, oder den Spezialisten, Kieran McCarthy, Carol Lawrence, das sind die, die wir in der letzten Mission hatten. Und dann haben wir noch Gerard Buskirk und Karin Andersen. Ja. Das sind allerdings beides Rekruten, da wissen wir auch noch gar nicht, was aus denen wird. Ja, mal gucken. Okay. Ja, die sind beim nächsten Mal dann dabei. Ich bin gespannt. So, Soldaten anzeigen. Rekrutieren? Ehrenwand? Ehrenwand der gefallenen Soldaten anzeigen. Wir tun, was wir können, um unsere gefallenen Soldaten zu ehren, Commander. Es ist nicht viel, aber so können unsere Leute wenigstens ihren Respekt zollen. Ist das da die Ehrenwand? Kann ich die jetzt angucken? Was? Wir haben schon 4 Leute verloren? David Johnson, Peter Osei, Ana Ramirez. Achso, 2 waren ja in der Tutorial-Mission, die mussten wir ja verlieren. Ja. Und 2 haben wir an den LKW verloren, oder? Ja. Irgendwie so. Na, hoffen wir mal, dass das bei denen bleibt erstmal. Dass nicht so viele weitere fallen, das wär doof. Was war denn das andere jetzt gerade hier eben? War das nicht in der Waffenkammer? Genau, rekrutieren. Ich klicke das mal an. Also wir können noch Iniko Dikale. Ich weiß nicht, wie man das spricht. Alles rekruten. Kostet 25 Vorräte, kommt sofort. Ist am 10. April 2008 geboren. Der ist noch minderjährig. Nee, wann spielt das hier? 2035. Achso, okay. Dann gibt es noch Polina Smirnova. Sind die alle gleich gut? Schätze, ne? Ich glaube, das sehen wir nicht. Das sind ja alles. Das sind ja Rekruten erstmal. Das heißt, wir wissen auch nicht, was aus denen wird. Mhm. Ob das jetzt Ranger, Spezialisten. Sind wir dann zu 5, wenn du einen rekrutierst? Ich glaube nicht, dass wir mehr mit auf die Mission nehmen können. Das glaube ich nur irgendwie. Vielleicht kriegen wir nicht automatisch Nachschub. Okay. Wenn jetzt welche wegsterben, dann haben wir vielleicht weniger, wenn wir keine mehr kaufen. Aber es kostet ja auch Vorräte. Wir haben ja auch nur noch 68 momentan. Und diese, ja, weiß ich nicht. Bis jetzt wirkte das noch nicht so, als hätten wir viele Vorräte übrig. Ich würde das jetzt eher nicht ausgeben. Hallo, Commander. Wir kommen gut voran, aber es wird noch etwas dauern, bis meine Forschungen abgeschlossen sind. Genau. Wir haben schon 2 Wissenschaftler. Ja, wir haben hier. Wie spricht man das aus? Sun Hee Jong. Ungefähr. Und William Roberts. Und die sind beide verfügbar. Heißt das, ich kann die hier dem Forschungsprojekt zuteilen? Dem aktuellen? Sind, glaube ich, einfach schon da. Forschung ändern. Achso, was erforschen wir gerade? Die Widerstandskommunikation. Und können wir jetzt hiervon noch was zusätzlich erforschen?
Ändern heißt wahrscheinlich das andere abbrechen. Wollen wir nicht warten, bis es fertig ist? Okay. Archiv zugreifen. Ich gehe mal zur Technikabteilung, gucken wir mal, was da ist. Ich wollte es Shen gegenüber nicht zugeben, aber eine Sache vermisse ich noch mehr als meine Laborausrüstung. Die verdammt saftigen Advent-Burger. Ich weiß nicht, wo sie das Fleisch hernehmen und will es auch gar nicht so genau wissen. Was kann ich für Sie tun, Commander? Mach mir einen Burger. Offensichtlich brauchen wir einen Burger für unseren Wissenschaftler. Ingenieure haben wir nur Sie, oder? Ah ne, wir haben noch... Ja, guck mal, der räumt gerade auf. Oder die, ich weiß es nicht mehr. Inventar ansehen. Achso, das sind jetzt die Leichen und die Sachen, die wir hier irgendwie... Ah ja. Zielfernrohr erhöht Zielsicherheit um 5%. Ich verstehe noch nicht ganz, wie das funktioniert. Hier können wir jetzt Sachen bauen. Allerdings müssen wir ja erstmal warten, bis was aufgeräumt ist. Zum Freischalten neuen Raum räumen. Achso, hier können wir jetzt noch... Alien-Maschinen wegräumen oder Trümmer wegräumen. Aber das machen wir ja gerade, das heißt, wir haben gar keinen... Wir können das gar nicht jetzt jemandem zuteilen, oder? Ja. So. Dann... Denke ich mal, müssen wir jetzt... Vater, ich bin sicher stolz auf unsere Arbeit. Zum ersten Mal seit langem stellen wir für die Aliens eine Gefahr dar. Und das wissen sie. Jetzt müssen wir die Menschen in den Kolonien daran erinnern, wofür sie kämpfen. Mein Vater ist nicht gestorben, damit wir eine Rasse von Testsubjekten werden, mit denen die Aliens spielen. Wir brauchen die Aufmerksamkeit der Menschen. Ja, dann müssen wir mal die den nahegelegenen Widerstand kontaktieren, oder ist das nicht eines unserer Ziele? Genau, mache ich das im Archiv? Ne, da kriegen wir mehr Informationen. Dann geht es nach dem Avenger-Bericht. Ich glaube, du gehst auf... Sagt uns dann Thor, was er zuletzt kaputt gehauen hat, oder? Dann gehe ich mal auf Ziele. Den Avenger-Bericht hören wir uns später an. Vielleicht. So, es gibt Greife aufs Alien-Netzwerk zu. Es ist ein das Primärziel ist Greife aufs Alien-Netzwerk zu. Setze den Schädelstecker im Kampf gegen einen Advent-Offizier ein, um Zugang zum Alien-Kommunikationsnetzwerk zu erlangen. Und als Sekundärziele gibt es baue den Testbereich. Errichte die Testbereicheinrichtung in der Avenger. Sobald Platz für eine neue Einrichtung geschaffen wurde, okay. Dann haben wir noch, kontaktiere den Widerstand nahe der Geheimeinrichtung. Im Gang. Achso, das läuft schon? Das läuft auch schon. Primärziel, kontaktiere den Widerstand nahe der Geheimeinrichtung. Stelle Kontakt zum lokalen Widerstand nahe der Geheimeinrichtung her, um Zugang zur Advent-Einrichtung zu erlangen. Sekundärziele. Erforsche die Widerstandskommunikation. Dr. Teigen soll die Erforschung der Technologie Widerstandskommunikation abschließen, sodass XCOM den Kontakt zum lokalen Widerstand verschiedener Weltregionen herstellen kann. Achso, das ist jetzt beides. Aber was davon machen wir denn gerade? Also wir räumen auf, damit wir den Testbereich bauen können, richtig? Ja, das dauert aber noch Tage. Genau. Und greife aufs Alien-Netzwerk zu. Das erforschen wir ja noch nicht mal, oder? Wie machen wir das denn? Achso, wir müssen diesen Stecker irgendwie bei einem Angriff auf einen Offizier benutzen. Oder so? War das das? Ja, setze den Schädelstecker im Kampf gegen einen Advents-Offizier ein. Ja. Okay. Das können wir dann in dieser Mission wahrscheinlich machen, irgendwie. Hoffen wir mal. Ja, diesmal hatten wir ja keinen Offizier. Also in der letzten Mission, meine ich. Genau, das mittlere ist kontaktiere den Widerstand, wobei wir das Sekundärziel automatisch machen, weil da ja schon erforscht wird. Und das Primärziel haben wir bisher noch nicht, glaube ich. Ach, das erforschen wir auch gerade? Unten, ja, Dr. Die Teigen Kommunikation? Ja. Aber wir haben noch nicht das Primärziel in Angriff genommen. Das müssten wir mal machen. Das geht, glaube ich, auf der Weltkarte. Ah, okay. Und untersuche... Ach so, das sind jetzt... Da kann ich auch gar nichts auswählen. Ah, okay. Hier ist also nur eine Übersicht. Das ist quasi unser Questlog. Genau, einen haben wir schon geschafft, aber die anderen beiden nicht. Und wenn wir jetzt das Primärziel von einer Mission abschließen, aber das Sekundärziel noch nicht fertig ist, ist das dann noch nicht fertig? Muss beides? Oder? Weiß ich nicht genau. Gab es bei der abgeschlossenen ein Sekundärziel?
Schließe das Advent-Offizier-Autopsie-Schattenprojekt ab. Haben wir das gemacht? Gibt ja irgendwie auch Sachen, die jetzt hier. Kann man vielleicht noch. Da ist irgendwas in weiß geschrieben und hier ist irgendwas in grau geschrieben. Ist vielleicht schon geschafft. Also müssen wir das Weiße müssen wir noch machen. Ah ja, okay. Ja, tatsächlich. Guck mal. Okay. Also es. Ich weiß noch nicht so genau. Ich bin unsicher. Okay, also ich muss jetzt auf die Weltkarte hier gehen. Da. Ja. So. Oh, die ist kaputt. Wartungshangar ist ein Gerücht des Widerstandes. Commander, nach unserem jüngsten Erfolg haben uns Mitglieder des Widerstands in Ostafrika Berichte über Aktivitäten geliefert, die wir untersuchen sollten. Zeit zum Untersuchen 7 Tage, Belohnung, Vorräte, untersuchen oder nicht jetzt? Sollen wir das mal machen? Ich habe keine Ahnung. Wie du willst. Kann ich das auch später noch machen? Wenn ich jetzt sage, nicht jetzt? Ich sag mal nicht jetzt und dann sehen wir zumindest, ob wir es noch später machen können. So, wo ist das da? Wartungshangar. 7 Tage, das ist jetzt quasi, damit können wir 7 Tage verstreichen lassen, die dann zum Beispiel unsere schwerverletzten Soldaten heilen und andere Projekte, Forschungsprojekte vorwärts treiben. Allerdings, was ist der Nachteil, wenn 7 Tage vergehen? Also der Vorteil ist, wir kriegen irgendwie Sachen. Ich weiß es, aber du wolltest es ja nicht hören. Ach so. Okay. Also ich weiß es noch nicht und ich kann es auch noch nicht wissen. Gut. Ja. Ist gekauft. So, und jetzt haben wir noch als Mission, die wir machen können. Ist das da was, was wir machen können? Einsatz gesperrt! Die Geheimeinrichtung können wir nicht untersuchen. Ja, ist ja okay. Also rot bedeutet offensichtlich, ist noch nicht verfügbar. Das heißt, wir können jetzt entweder... Nein, was habe ich gedrückt? Aufhören! Ein Tag ist um. Na fast. So, ein Scan-Bonus wird... Achso, das heißt, wir können jetzt gerade nur das hier machen. Oh. Okay. Cool, ich mache diese Mission hier. Im Schnelldurchlauf. Klick. Avenger berechnet neuen Kurs. Ah, unser Schiff heißt Avenger. Mhm. Wusste ich. Und jetzt drücke ich hier drauf, ne? Diese Ergebnisse könnten sich als kritisch für unsere Bemühungen erweisen, Commander. Widerstandskommunikation. Widerstandskommunikation, Forschung abgeschlossen. Widerstandskontakte verfügbar. Dann machen wir ein neues Forschungsprojekt, oder? Ja. Wir lassen natürlich keine Zeit for free verstreichen. Du hast keinen Urlaub, Dr. Tigen. Okay, ein langer Bericht. Mhm. Den lesen wir später, oder? Wenn man eine neue Einrichtung verfügbar, Kommunikationszentrale. Neue Forschung verfügbar, Widerstandsfunk. Okay, ich mache jetzt hier weiter, ne? Ja. So, neue Einrichtung verfügbar, Kommunikationszentrale. Die Widerstandskommunikationseinrichtung erhöht die Anzahl der Regionen, mit denen wir Kontakt aufnehmen können. Weitere Kontakte werden möglich, wenn wir hier einen Ingenieur einsetzen, sobald der Bau abgeschlossen ist. Okay, wir haben aber nicht so viele Ingenieure übrig. Jetzt können wir hiervon was Neues erforschen, richtig? Ja. Und es ist alles möglich. Und wie viele Tage vergehen jetzt noch? Sechs Tage noch, bis das andere Ziel fertig ist, ne? Nee. Ich glaube, es hat 2 Tage gedauert, das fertig zu machen hier. Das heißt 5 Tage noch? Ich glaube ja. Das heißt, ich könnte jetzt Widerstandsfunk noch erforschen, bevor die nächste Mission kommt. Ich glaube ja. Oder würdest du lieber das da und das da? Oder? Ich glaube, Widerstandsfunk brauchen. Was macht das? Dann kriegen wir Kontakt zu weiteren Einrichtungen. Ich glaube, das größere Reichweite. Das ist bestimmt gut, oder? Ja, ich schätze mal, das ist alles gut, ne? Hier Hybridmaterialien. Dann wir müssen ja den kriegen wir bessere Rüstung müssen ja oder den so. Widerstand müssen wir ja kontaktieren oder nicht? Dann nehmen wir das. Dann 5 Tage ist eine gute Zeit. Ja. Ich habe erwartet, dass Sie dieser Forschung Priorität einräumen, Commander. Ich melde mich, wenn der Bericht verfügbar ist. Er kennt uns aber gut. Sagt er bestimmt bei jeder. Modularwaffen. Ich habe mir gedacht, dass sie das machen wollen. So, und jetzt also hier... Tigen lässt mitteilen, dass das neue Widerstandskommunikationsnetzwerk voll einsatzbereit ist. Wir müssen die Nachricht nur noch verbreiten.
Ah, hier passieren so viele Dinge! Neue Region verfügbar, Westafrika. Die Kommunikationssysteme sind online, Commander. Wir können jetzt Kontakt mit dem lokalen Widerstand in Westafrika aufnehmen. Sobald der Kontakt zu einer Region hergestellt wurde, sind auch alle mit ihr verbundenen Regionen zur Kontaktaufnahme verfügbar. Okay. Neue Region verfügbar, Südafrika. Jetzt können wir auch Südafrika und so weiter. Nachdem wir nun eine Verbindung hergestellt haben, können wir unsere Informationsressourcen einsetzen, um die lokale Widerstandszelle zu kontaktieren. Neben dem Zutritt zur Geheimeinrichtung sollte die größere Reichweite auch unseren Zugang zu Vorräten verbessern. Aha, was heißt das? Sehr cool. Wir können jetzt Kontakt herstellen und Kontakt herstellen. Das gibt 70 Vorräte, das gibt 60 Vorräte. 6 Tage dauert es hier noch. Sehr gut. Den Wartungshangar. Also das ist immer noch rot. Wird das dann nicht rot, wenn wir diesen Knopf drücken? Stimmt, mach mal. Das ist alles voll verwirrend. Also ich drücke Kontakt herstellen. Zack. Nachdem wir die Informationskosten zur Herstellung des Kontakts beglichen haben, müssen wir die Region ein paar Tage lang scannen, um die Widerstandszelle zu finden. Sobald wir sie gefunden haben, haben wir die neue Region erschlossen. Preis 30 Informationen. Mal Verbindungsstrecke zum nächsten Funkrelais. Und wir haben gerade 109 Informationen von Dr. William Roberts gekriegt, ne? Ja. Guck mal, sobald der Kontakt zum Widerstand hergestellt wurde, wird er regelmäßig 70 Vorräte für XCOM sammeln. Cool, oder? Das finde ich gut. Sollen wir das machen? Das dauert 3 bis 5 Tage. Machen wir. Gekauft. Setze Kurs auf den südafrikanischen Sektor. Kostet das auch Zeit zu fliegen? Ja, ne? Guck mal, das kostet auch Zeit. Oh, wir hätten da bleiben sollen. Commander, anhand der bislang vorliegenden Informationen konnten wir eine Widerstandszelle in dieser Region ausmachen. Der Scan zur Ermittlung ihrer exakten Position wird jedoch noch eine Weile dauern. Also mache ich das jetzt hier. Finde ich auch gut, ja. Ist gekauft. Versuche, lokalen, regionalen Kontakt aufzubauen. Ein Tag noch. Geschafft. Der Testbereich ist bereit, Commander. Wir können den Schädelstecker auf Ihren Befehl bauen. Was können wir jetzt? Wir können den Schädelstecker auf Ihren Befehl bauen. Ah, genau. Das ist das eins unserer so wichtigen Ziele, ne? Ja. Der Schädelstecker. Mach mal. Super. Mach mal. Mach du das mal in der nächsten Folge. Ich habe, glaube ich, die Zeit hier langsam auch gesprengt. Alles klar, nächste Folge geht es hier weiter im Testbereich. Natürlich kontaktieren wir noch den lokalen Widerstand in Südafrika und bestimmt starten wir auch noch in den nächsten Einsatz. Alles klar, bis zum nächsten Mal. Tschüss.